Ach, mein Herz blutet irgendwie. Alle am Haten und ich denke mir so, chill doch mal. Der Bikini hat hier so ein Netz. Man muss ja auch neue Dinge ausprobieren. Sei stolz auf mich. Ich bin ein wenig stolz auf dich. Morgen sind wir dann in Düsseldorf, bisschen shooten. Nur weil ich so dumm bin. Yes. Hallo, willkommen zu einem neuen Weekly Vlog. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ich war ja Freitag bei der Blutabnahme und habe jetzt meine Ergebnisse bekommen. Und an sich sieht es gar nicht so schlecht aus. Also ja, das Einzige, was ich halt habe, ist ein Vitamin D-Mangel. Und das war's. Also ich habe echt damit gerechnet, dass ich noch irgendwie so einen Eisenmangel habe oder so. Aber ne, gar nichts. Auch Vitamin B12 ist auch echt gut bei mir. Finde ich schon krass. Ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Mein Husten ist auch schon viel besser geworden. Also ich nehme ja mein Cortison-Spray und habe es jetzt schon 3 Tage nicht genommen, weil ich das immer vergesse, weil ich einfach keinen Husten habe. Aber es ist auf jeden Fall schon besser geworden. Ich stehe jetzt vor meinem Kleiderschrank und werde anfangen, den auszusortieren. Und es wird eiskalt heute durchgezogen. Also eigentlich hasse ich es, mich von Sachen zu trennen. Besonders bei Kleidung ist das halt immer schwierig, weil ich mir immer denke so, oh ja, vielleicht ziehe ich das ja bald an. Und dann ja, liegt das da seit 2 Jahren. Ich denke mir halt so, ja, nächsten Sommer ziehe ich das an. Ich habe keinen Bock mehr darauf. Also ich werde versuchen, soweit es geht, alles auszusortieren, was ich seit einem Jahr nicht mehr anhatte. Weil im Endeffekt ziehe ich eh immer nur dasselbe an und irgendwie belastet mich das auch so ein bisschen, dass ich halt so viel habe und das ist so erdrückend. Wisst ihr, was ich meine? Das ist mein kleiner Schrank. Ich habe den von Ikea. Das ist ein Packschrank, kann ich euch sehr empfehlen. Da sind zum Beispiel meine Taschen und so. Das ist so ein Bücherregal von Ikea. Und ich werde jetzt mit dieser Schublade anfangen. Und es ist einfach so chaotisch und manche Sachen hatte ich Ewigkeiten nicht mehr an und manche Sachen sind hier sogar noch mit Etikett. Also sowas muss safe weg, weil ich glaube, das habe ich schon seit 2 Jahren. Und hier sieht das so aus. Ganz, ganz schlimm. Oder zum Beispiel das hier. Boah, dieses Top, das ist so ein Bindetop. Das habe ich früher so geliebt und ich hatte das, ich glaube, vor 6 Jahren an. Also es ist auch Ewigkeiten her, aber ach, eigentlich will ich mich davon nicht trennen. Aber ne, wie gesagt, es wird eiskalt durchgezogen. Also ciao. Das ist schon cute. Ich hatte das vor 2 Jahren an. Oh, mein Herz blutet. Das ist cute. Das ist so ein Rock. Lieben wir. Die finde ich auch nice. Die Farbe steht mir. Doch, ich behalte das. Das kommt weg. Das ist auch noch neu. Hatte ich auch kein einziges Mal an. Das ist halt irgendwie so unbequem. Eigentlich auch schön. Aber nee. Das fand ich auch so nice. Das hatte ich in Berlin auf der Fashion Week an. 2019. Das ist auch mein Favorite Top. Ich liebe das einfach. Das kann man hier so schnüren. Sehr nice. Ich liebe so Schnüroberteile. Das hatte ich noch nie an. Obwohl das schon nice ist. Ach komm, ich behalte das. Ich habe mir bei Ikea diese Organizer geholt. Ich finde die super, super praktisch, um halt alles ein bisschen ordentlicher zu halten. Und die sind halt perfekt für so Unterwäsche und auch für Crop Tops. Und ich versuche das jetzt mal so ein bisschen farblich zu sortieren. So sieht das jetzt aus. Ich habe hier die weißen Tops reingetan, hier die schwarzen, hier eher so bunte. Und ich finde die Falttechnik richtig gut. Die ist von Marie Kondo. Ihr habt einmal das Top und dann müsst ihr das einmal hier so falten. Und dann macht ihr einfach nur den hier. Nee, Moment. So. Und so. Durch diese Boxen sieht das halt viel, viel ordentlicher aus. Und die andere Schublade sieht jetzt so aus. Krass, oder? Wie viel ich jetzt aussortiert habe. Also das war wirklich eine Menge. Ich bin gerade dabei, mich fertig zu machen. Ich war ja vorhin beim Sport, habe ein bisschen aufgeräumt und ich fahre heute nach Köln mit dem Zug. Also ich finde Zugfahren richtig entspannend. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Ich war ja am Anfang so, nee, eigentlich gar keinen Bock. Aber ich liebe es einfach, im Zug zu sitzen und meine Videos zu bearbeiten. Also solange ich halt einen Sitzplatz habe. Ich fahre nach Köln, weil ich mich mit Nasser treffe. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber ich habe TikTok. Ich versuche da jetzt
regelmäßig was hochzuladen. Auf jeden Fall habe ich einen TikTok hochgeladen und habe halt gesagt, dass in Parmesan und Feta tierisches Lab ist. Das wird aus dem Magen von Kälbern gewonnen und ich finde es halt schon eklig. Also ich bin ja Vegetarier. Und dann habe ich das einfach so geäußert, weil ich halt schon so ein bisschen schockiert war und es ist halt eklig. Und dann kommen dann die ganze Zeit so Kommentare mit, oh, ja, bist du jetzt gestorben oder was? Und ich denke mir so, ey, wenn ich Scheiße esse, sterbe ich auch nicht, aber es ist trotzdem eklig. Weil man das halt nicht weiß. Und dann kommen dann die ganzen Klugscheißer so, oh, ja, sowas weiß man doch. Also so richtig alle am Haten und ich denke mir so, chill doch mal. Aber das ist halt so typisch TikTok. Kleines Update zu meinem Browlifting. Ich liebe einfach das Ergebnis. Also ich bin super, super zufrieden. Das Einzige, was ich halt nicht so kann, ist, die halt anzumalen, weil die gehen ja jetzt so ein bisschen nach oben. Und mir fällt es echt schwer, das halt, also die Augenbrauen natürlich zu zeichnen. Das ist mein heutiger Look, mega chillig. Aber ich liebe es einfach. Ich finde allgemein so Limeblazer richtig nice im Sommer, weil die halt so luftig sind. Und wenn es doch zu warm ist, kann ich das einfach hier so runterhängen lassen. So, das war jetzt ein sehr kurzer Ausflug. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich habe ja die erste Bahn verpasst, da musste ich eine halbe Stunde warten. Und in Bonn angekommen, ist der erste Zug nach Köln ausgefallen, dann der zweite. Dann ging es halt die ganze Zeit so weiter und ich dachte mir so, nee, bringt nichts mehr. Ich fahre jetzt wieder nach Hause. Ich werde mir jetzt was zu essen machen. Ich habe so krassen Hunger. Heute gibt es bei mir wieder ein HelloFresh-Rezept und zwar das hier. Es wird dazu auch noch ein extra YouTube-Video geben. Ich kann euch jetzt schon sagen, ich finde HelloFresh wirklich sehr, sehr gut. Mir macht es super viel Spaß. Ich hasse es ja zu kochen und ja, es ist wirklich super easy. Es bockt sich und das Essen ist wirklich sehr nice. Ich habe die Schuhe jetzt mal ausgepackt und da sind so Badelaschen. Ich finde das Design richtig nice. Also es ist halt mal was ganz anderes und die sollen richtig bequem sein. Ich hoffe nur, dass sie mir passen. Also die gibt es halt noch in anderen Farben. Finde ich aber so auf den ersten Blick gar nicht so verkehrt. Also ja, ich glaube, die sind mir ein bisschen zu groß. Also ich rutsche halt nach vorne. Ne, die sind halt viel zu locker. Also so an sich sind die eigentlich recht bequem. Aber weil die hier so locker sind, beziehungsweise hier ist das halt so breit und ich rutsche hier halt immer raus. Schade. Vorhin war ich einkaufen, wollte eigentlich Blumen holen für Nikolas. Also eigentlich für mich, ihm ist das egal, ob hier Blumen stehen oder nicht. Aber ich dachte, es ist eigentlich so eine, trotzdem so eine schöne Geste, auch wenn es dann nur für mich ist. Und war gerade noch bei Burger King, weil ich einfach so krass Hunger hatte. Ich habe 40 Minuten auf meine zwei Plant-Based Nugget Burger gewartet. Und der Typ hat die dann, als ich halt den gefragt habe, wann die halt fertig sind, so schnell diese Burger zubereitet. Und jetzt bin ich mir total unsicher, ob die wirklich Veggie sind. Weil ich habe von einigen halt gehört, dass die halt manchmal so Fehler machen. Also ich meine, kein Mensch ist perfekt und Fehler passieren. Aber also die Veggie Nuggets von Burger King schmecken auch so krass nach Fleisch. Deswegen, ja, keine Ahnung, habe ich die noch nicht gegessen. Die sind hier schon seit einer halben Stunde. Ich werde die jetzt mitnehmen und dann kann Nikolas mal probieren und sagen, ob der Fleisch ist oder nicht. Aber ich weiß eh, dass die Veggie sind, aber trotzdem, ach, heute Abend wollte ich eigentlich kochen, aber irgendwie hatte ich richtig Bock auf Sushi, deswegen habe ich Nikolas überzeugt, gleich Sushi zu holen. Also falls ihr aus Bonn kommt, kann ich euch Makiman so krass empfehlen. Also das Sushi da ist Bombe. Ich bin gerade dabei, meinen Paris-Vlog zu schneiden. Und wenn ich mir auch so angucke, denke ich mir halt so, boah, jetzt eine Woche Paris wäre echt schön. Also Paris hat mir so gut gefallen und wir hatten so eine schöne Zeit. Und am liebsten würde ich wirklich jetzt nächste Woche dahin fahren. Tatsächlich haben wir sogar kurz überlegt, das zu machen. Also wir sind ja mit dem Auto gefahren. Das ist halt super praktisch, weil wir halt nur 5 Stunden fahren. Aber die Preise zurzeit sind so heftig. Also für unser Hotel haben wir vor 3 Wochen, ich glaube, 560 € gezahlt
Und jetzt würde man für 4 Tage, also für einen Tag weniger, also für eine Nacht weniger, 1600 zahlen. Ey, das ist einfach so krank. Deswegen bleiben wir zu Hause. Aber ist nicht schlimm, wir haben ja schon unseren Sommerurlaub gebucht. Wir fliegen nach Gran Canaria und danach nach Lanzarote. Am Anfang war ich halt so ein bisschen skeptisch. Also ich bin auch immer so ein bisschen skeptisch, weil das ja jetzt nicht so Instagrammable ist. Also hört sich jetzt ein bisschen doof an. Mir ist es aber trotzdem irgendwie wichtig, dass halt, ja, es da schön ist. Aber es soll da schön sein. Das Ding ist halt, es gibt halt keine schönen Bilder. Und deswegen werde ich da hinfahren und schöne Bilder für euch machen und euch zeigen, wie schön diese Inseln sind. Hoffentlich. Das ist ja genauso wie mit Teneriffa. Nikolas wollte ja unbedingt dahin und am Anfang war ich auch so skeptisch und dachte mir so, Alter, was will ich da? Da gehen nur Rentner hin. Aber die Insel ist so schön und so vielfältig. Mir hat es da so gut gefallen. Gerade kam ein Paket an und zwar habe ich mir ein Bikini bestellt von God Save Queens, heißt die Marke. Ich habe die auf Instagram entdeckt. Und die Bikinis sahen richtig krass aus, deswegen hoffe ich auch, dass der mir auch so gut steht. Das ist in so einer Tüte eingepackt. Warte. Krass. Sieht richtig schön aus. Boah, der sieht irgendwie voll klein aus. Obwohl, nee, doch nicht. Der Bikini hat hier so ein Netz und dann sieht das halt so aus, als ob man, also als ob da halt nichts wäre an Stoff. So sieht das Höschen aus. Von vorne hat das auch so ein Netz. Schon nice. Das Höschen finde ich sehr schön. Das Oberteil ging gar nicht. Nein! Na, irgendwie, das sammelt sich ja voll da. Ja, und das meinte ich vorhin. Also wenn man so gemachte Brüste hat und komplett alles so... Weil man sieht das total, ne? Die... Ja, finde ich nicht schön. Das Netz, ja, ich habe, glaube ich, so kleine Brüste. Hier, ne? So wie zwei Milchtüten. Ist schön, vor, es wäre noch nass. Seht ihr das hier? Hier ist ja dieses Netz und das sammelt sich halt hier und dann sieht das da. Das sieht halt nicht so geil aus. So, Freunde, draußen ist es einfach so krass windig und Nikolas möchte ja joggen gehen. Du musst ja nicht mitkommen. Ja doch. Also ich muss ja mindestens 3-mal die Woche zum Sport und ich war jetzt nur einmal, deswegen komme ich jetzt einfach mit. Ich war, glaube ich, das letzte Mal vor, keine Ahnung, 7 Jahren joggen. Es wird spaßig. Joggen fand ich gerade echt scheiße. Weil du einfach nur muschi bist. Ich bin einfach so nass geworden. Und das war so anstrengend. Und ich muss öfters joggen gehen. Ey, das ist so krass. Ich habe einfach total abgelost. Und meine Knie tun so weh. Und mein Rücken, mein ganzer Körper. Weil wer lachen kann, kann auch laufen. Oh, sei stolz auf mich. Ich bin ein wenig stolz auf dich. Okay, das reicht. Ein bisschen. Das reicht. Obwohl du mich eigentlich voll... Ach komm. Sei jetzt nicht so. Okay. So, wir haben einmal das hier und was ist jetzt meine Lieblingssorte? Den Berry. Oh ja, stimmt. Stimmt, das war doch so richtig geil, oder nicht? Ja, das hast du hier richtig gefeiert. Oder Karamell. Boah, ne, ich glaube, ich nehme das. Weil ich habe voll Bock auf was Fruchtiges. Ja, deswegen hatte ich das geholt. Das andere Runde mit Salted Caramel, ne? Ja, ja. Hier. Das ist halt auch geil. Aber nee, ich nehme das. Stimmt, das fand ich richtig geil. Und du gönnst dir jetzt einen Shake oder was? Ich bin mir ein Eiweißshake. Ja, aber probierst du nicht? Nein. Echt nicht? Nein. Hey, das ist so ein großer Löffel. Ja. Mein Gott. Ja, was denkst du denn? Also, wenn schon, dann schon. Also, wenn das kein geiles Eis ist, weiß ich auch nicht. Schaut euch mal bitte diese Stückchen an. Ich fahre jetzt nach Köln und diesmal werde ich die Bahn nicht verpassen und die Bahn wird auch kommen. Das ist mein heutiges Outfit. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil ich weiß halt nicht, ob die Stoffe halt wirklich zusammenpassen. Obwohl an sich finde ich, dass das klar geht. Und ich habe jetzt auch wieder meinen Laptop eingepackt. Und das Geile ist, mein BH passt einfach zu meinem Jutebeutel. Ich war ja gerade in der Stadt und muss natürlich einen Abstecher bei Zara machen, weil die zurzeit voll den krassen Sale haben. Und ich habe mir einmal so einen Buddy geholt, in so einem Satinstoff. Ich besitze sowas einfach
gar nicht. Also ich bin mal wirklich gespannt, ob mir das steht, weil es halt wirklich was ganz anderes ist. Man muss ja auch neue Dinge ausprobieren, von daher. Und dann habe ich mir einmal noch das hier geholt. Das ist auch so ein Satinstoff. Auch was ganz anderes, weil ich finde, ist eigentlich voll schön, wenn man halt so, ja, manchmal so etwas weiblichere Sachen anzieht. Also ich bin halt so voll der Oversize-Typ und so chillig, aber ja, ich besitze halt so Sachen halt nicht. Deswegen wollte ich das jetzt auch mitnehmen. Also die Farbe und der Stoff ist ja echt geil. Es ist halt nur sehr knapp. Man muss halt schon ein bisschen drauf achten, dass alles an Ort und Stelle bleibt. Nee, also auf der Seite geht's, aber die Seite war schon kritisch. Nee, ich bringe es zurück. Was ist für ein Ausschnitt? Muss man, glaube ich, die Träger ein bisschen fester machen. Oh. Jetzt habe ich den Träger abgemacht. Naja, sei mal dahingestellt, ob der Träger jetzt fest ist oder nicht. Ich finde es nicht geil. Ich dachte, das macht so ein richtig schönes Dekolleté. Vielleicht weiß, ob es ein bisschen ungewohnt ist. Ich finde das halt nicht so schön. Also der Träger, der ist halt so... Nee, ich mag's nicht. Ich habe mir jetzt Nikolas geschnappt. Hi. Und wir werden jetzt ein Bild machen. Und zwar habe ich auf Pinterest eine richtig geile Inspo gefunden. Ich zeige euch die mal. Und zwar ist das einmal das Bild. Ich finde das einfach so nice, deswegen werden wir versuchen, es nachzumachen. Boah, das sieht eigentlich richtig geil aus, weil die Wolken sind einfach so krass dunkel. Und auf der Seite... einfach purer Sonnenschein. Richtig krass. Ich habe mich jetzt fertig gemacht und wir werden jetzt zum Friseur fahren. Ich werde mir meine Strähnchen vorne wieder blondieren. Also hoffentlich klappt das, weil die sind halt ziemlich kaputt und die meinte halt, ich muss halt warten, bis das komplett rauswächst. Und dann werde ich mir halt noch die Spitzen schneiden, also nichts Besonderes. Und danach geht es zu den Eltern von Nikolas. Und morgen sind wir dann in Düsseldorf, bisschen shooten. Ich habe meine Sachen auch schon gepackt. Es ist schon ein bisschen viel geworden. Und zwar packe ich meine Shooting-Sachen immer in Wäschekörbe, weil ich das praktischer finde. Und ich halt sofort die Sachen ja, so rausholen kann. Und mal schauen, ob wir das alles geshootet bekommen. Auf jeden Fall müssen wir die Schuhe shooten, weil das eine Kooperation ist. Ich wollte die Schuhe auf einem Feld, beziehungsweise in der Natur halt shooten. Mal schauen, ob wir das hinbekommen. Wenn nicht, dann machen wir das in Düsseldorf. Okay, kleine Planänderung. Ich habe meinen Friseurtermin verpasst. Aber mich fuckt das einfach so ab. Ich war mir zu 1000% sicher, dass ich den um 15 Uhr habe. Und um 13.40 Uhr ruft die Friseurin an und fragt, wo ich bin, weil ich habe den, also ich hätte den Termin halt um 13 Uhr. Geil, lieben wir. Und das Ding ist, ich habe es mir sogar aufgeschrieben. Ich habe es mir einfach falsch aufgeschrieben. Ich habe zum Glück einen neuen bekommen und zwar schon am Mittwoch. Hi Leute, ich fahre gerade zu Nikolas. Ich bin nämlich heute früh zu meiner Mutter gefahren. Wir haben zusammen gefrühstückt und jetzt hole ich Nikolas ab und wir fahren nach Düsseldorf, weil wir gleich ein paar Bilder machen. Ich versuche euch, so gut wie es geht, mitzunehmen. Das Wetter ist leider schon zu gut für Fotos. Also es ist halt sehr krass sonnig und ja, also für Fotos ist Sonne nicht so nice. Zum Glück ist zum Beispiel eine Location im Parkhaus und die andere ist halt auch eher so im Schatten. Von daher sollte es eigentlich kein Problem darstellen. Wir waren gerade bei Starbucks und fahren jetzt wieder zu den Eltern von Nikolas, weil ich meine Schuhe vergessen habe. Und zwar die Doc Martens, weil ich wollte ja mit dem Styling-Channel drehen. Und meine Copenhagen für dieses Outfit, weil ich habe jetzt Converse an und ich finde, das passt nicht so dazu. Und es ist einfach so eine Zeitverschwendung und ach, mich regt das einfach so auf. Weil wir haben halt bis jetzt nur ein Outfit. Ja, keine Ahnung. Nur weil ich so dumm bin. Yes. Mmh. Die Zimtschnecke ist wieder so lecker. Die sieht total eklig aus. Mmh. Willst du probieren? Nee, danke. Ich brauche das nicht.
Oh, guck mal, ist nur so warm. Ich weiß, wann es zu viel ist. Du nicht. Du bist immer fetter. Also, die ist so geil. Die riecht auch sehr lecker, muss ich sagen. Ja. Ich liebe Starbucks-Zimtschnecken. Die sind so heftig. Will, du fragst mich, wenn die Kamera aus ist, ob du was haben möchtest. Habe ich ein Stück. Moment. Willst du wirklich? Nein. This is who I am. This is who I am now. No matter what they say. Wir waren gerade schon auf dem Weg nach Hause und haben so ein heftig schönes Feld gefunden. Und wir werden jetzt hier erstmal eine Kampagne shooten. Und dann war es das eigentlich auch schon mit meinem Vlog. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen hoch da. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.